Bei zwei Explosionen in einer Feuerwerksfabrik auf Sizilien sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Die Frau des Werksinhabers starb ebenso wie ein Fabrikangestellter und 3 Mitarbeiter eines Handwerksbetriebes. Der Juniorchef der Fabrik erlitt schwere Verbrennungen. Er wurde in ein Krankenhaus in Palermo eingeliefert. Bislang wissen wir, dass in dem Werk Bauarbeiten von Personen durchgeführt wurden, die nicht zum Unternehmen gehörten. Wahrscheinlich ist dabei etwas schiefgelaufen, was das Feuer verursacht hat. Bereits mehrfach kam es in italienischen Feuerwerksfabriken zu tödlichen Zwischenfällen. 2015 kamen bei einer Detonation in Bari 7 Menschen ums Leben.